Herbstzeit ist Heurigenzeit, so auch dieser Tage in Himberg. Herr Bürgermeister, heute nicht im Anzug, sondern leger im T-Shirt. Ja, heute leger im T-Shirt. Heute ist SP-Heurig und es ist traditionell, dass wir auch hier mit dem T-Shirt entsprechend auch unsere Gäste bewirten. Damit sie wissen, es ist ganz anders heute als SP. Wir machen sich jeden Tag Gedanken, wie man die Bevölkerung lebenswerter wohnen kann in Himberg. Und heute sind wir auf der gemütlichen Basis. Heute ist kulinarisch. Und sind wir unterwegs mit Süßigkeiten, mit Essen und Trinken und natürlich netten Gesprächen. Herr Vizebürgermeister, Sie sind heute auch fleißig unterwegs, bewirten die Gäste, habe ich gesehen. Ja, ich bin zwar grundsätzlich freigehalten worden, um ein bisschen herumzukommen und ein bisschen plaudern zu können, aber wenn natürlich was anfällt, dann greift man zu und macht mit. Wir machen das ja mittlerweile schon seit vielen Jahren, ist eine Traditionsveranstaltung und ich freue mich jedes Jahr drauf. Es gibt gutes Essen, gutes Trinken und es ist einfach ein schöner Tag. Kuchen beim Heurigen darf auch nicht fehlen, oder? Das ist, darf nicht fehlen. Das ist natürlich sehr, sehr lecker und wird auch sehr viel gebacken von den Damen und von der ganzen Belegschaft. Werden Sie ein bisschen Zeit haben, vom Heurigen Buffet was zu kosten? Ja, na, selbstverständlich. Es gibt ausgezeichnete Plunzen. Wir sind ja vom Plunzen-Weltmeister und es ist wirklich toll. Und es sind hervorragend. Ich habe schon verkostet und ich kann es nur empfehlen. Bei Ihnen gibt es eine gesunde Jause? Auf alle Fälle. Man sieht ja, was auf dem Teller ist. Ne? Gesunde Jause bis dort hinaus. Ich habe gehört, das ist heute eine Weltmeisterblunzen da. Ja, alles regionale Produkte. Einheimische Fleischhauer haben alles da am Teller. Sie dekorieren das mit viel Liebe? Auf alle Fälle, habe ich auch gelernt. Und Sie haben auch ein Team, die Ihnen helfen? Meine Damen stehen eh da. Das Team ist hervorragend. Für die bereiten alles gerne zu. Ja, so ist es halt. Was man halt so braucht beim Heurigen. Was man halt so gerne isst beim Heurigen, genau, so ist es. Er war da wieder so fleißig. Ich muss sagen, unsere ganze Belegschaft von den Damen, wir bekommen auch von anderen Leuten Mehlspeisen und wir sind auch sehr, sehr dankbar dafür. Was kann man besonders empfehlen heute? Bananenschnitten sind sehr lecker, Schwarzwälder Kirschtorte oder eine Topfenschnitte. Also alles ist gut. Alles schmeckt sicher sehr, sehr gut. Sie haben gerade fleißig getanzt. Nach dem heurigen Buffet muss man ein bisschen sich bewegen. Abbauen, genau, richtig. Nur so kann man dann zuschlagen. Jetzt haben wir gerade den heurigen Schmaus genossen, jetzt geht tanzen. Wie gefällt Ihnen der Heurigen da im Kulturhaus? Wir sind jedes Jahr dabei. Ja. Wir wohnen in den Bergen, ja. Absolut. Die Stimmung an der Weinbar ist gut? Wie immer, hervorragend. Haben Sie schon was probiert? Nein, wir sind gerade erst gekommen und haben jetzt meinen weißen Spritzer. Was sagen Sie zum Heurigen im Kulturhaus? Jedes Jahr eine nette Veranstaltung für Jung und Alt. Wir kommen jedes Jahr sehr gerne. Und Sie bewirten die Gäste heute persönlich und plaudern mit Ihnen? Ja, ich habe es weniger bewirtet, aber ich habe sehr viele Gespräche schon geführt und plaudere natürlich mit den Gästen sehr gerne. Und es ist mir auch wichtig, die Anliegen der Bevölkerung hier in der gemütlichen Atmosphäre kennenzulernen. Das ist toll und ich habe natürlich auch einen Blog mit und wenn es Anregungen gibt oder Wünsche gibt, dann nehme ich die auch sehr gerne mit und die werden auch umgesetzt.